Das unheimliche Böse ist jetzt wieder zurück bei Dungeons 3. Ich starte jetzt leider ein paar Tage nach dem Release, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe ganz kurz bloß in das Tutorial reingeschaut. In die Hauptkampagne starten wir blind rein. Und ganz kurz bevor wir starten, liebe Grüße vor allem an den Christian Wolfertstetter von Realmforge und an das gesamte Team von Realmforge. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin mal gespannt, ob Dungeons 3 wirklich so toll wird, wie ich es mir vorstelle, oder ob es noch besser wird. So oder so, wir starten mal in die Hauptkampagne rein. Der Schatten des absoluten Bösen. Der Schatten des absoluten Bösen hatte das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel, einer Dunkelelfe namens Talia. Um kurz mal Dungeons 2 Revue passieren zu lassen, wir haben ja mit der Horde begonnen und haben dann die Allianz dazu gewonnen. Nein, falsches Spiel. Wir haben zuerst mal die Horde, also mit den Orks, dann hatten wir die Dämonen, das war dann im zweiten Teil von der Kampagne und dann mit einem DLC kamen dann die Untoten hinzu und diese drei Fraktionen, die haben sich zusammengeschlossen. Aus welchem Grund auch immer, das weiß ich tatsächlich leider nicht mehr. So oder so, wir haben hier drei Erfolge, die wir theoretisch machen könnten, also schließt die Mission erfolgreich ab, das ist wohl das Schwerste. Ansonsten vernichtet in der Mission 9 Helden mit Talias Feuerbombe, das könnte interessant werden. Und in der Mission bekommt der Schatten keinen Schaden durch Licht, was auch immer das heißen sollte. Es war einmal vor langer Zeit. Das absolute Böse hatte, im famosen Vorgänger dieses Spiels, die Welt unterjocht und das Gute besiegt. Nun, in einer Welt voll Verderben, verbrachte es seine Tage damit, Cocktails aus den Schädeln der Feinde zu schlürfen und bei einem gegrillten Einhorn am Spieß neue Pläne zu schmieden. Dummerweise gab es da nicht viel zu schmieden. Ein paar Hosenzieher bei den Orks, hier und da ein Streich bei den Schnodderlingen. Es gab nichts mehr, das man noch hätte erobern können. Wochen und Monate vergingen und das absolute Böse wurde immer verschwiegener und zog sich zurück. Tief aus dem Dungeon des deprimierten Bösen hörte man ab und zu ein Murmeln, welches aus dem geheimen Geheimlabor kam. Seine Kreaturen machten sich von Tag zu Tag mehr Sorgen und vermissten irgendwann sogar seine genial bösen Streiche. Irgendwie war es für sie verwirrend, mal nicht geschlagen, gefoltert und in den Tod geschickt zu werden. Andererseits auch eine nette Abwechslung. Die Äonen verstrichen und die Einhörner gingen zur Neige, als plötzlich, eines wunderbaren Tages, das geniale Böse sein Geheimlabor freudestrahlend verließ. Es hatte ein neues Ziel gefunden. Ein unbekannter Kontinent, wie in Fortsetzungen häufig zu finden, lag im Osten, vor dem niederträchtigen Bösen nur durch ein lächerliches Meer geschützt. Sofort ließ es eine Flotte bauen. Diese war so gewaltig, dass sie den Horizont verdeckte und war mit den kampfstärksten Kreaturen des verschlagenen Bösen bemannt. Die Flotte setzte zur Überfahrt zu diesem neuen Kontinent an, fuhr aus dem Hafen und sank. Davon ließ sich das sich nicht um seine Kreaturen scherende Böse nicht beeindrucken. Es setzte seine Goblins daran, eine noch viel gewaltigere Flotte zu entwerfen. Diese neuen Schiffe waren gigantisch. Besetzt mit den zweitbesten Kreaturen des verschlagenen Bösen, brach die Flotte auf und sank ebenfalls. Das genervte Böse unterdrückte seinen unerbittlichen Zorn auf die Schiffsbauer. Offensichtlich musste es sich selbst um die Sache kümmern. Mit einem Seufzen setzte es zu einem Zauber an und erschuf einen Schatten, ein Geschöpf absoluter Schwärze und Bösartigkeit. Dieser Schatten flog nun über das Wasser gen Osten. Dort würde es ein Gefäß finden, ein korrumpierbares Wesen, das dieses Land im Namen des Bösen einnehmen würde.
interessant, was es alles gibt. Die armen besten Orks und zweitbesten Orks, die sind leider jetzt auf dem Grund des Meeresbodens. Aber das sollte uns nicht stören, wir haben ja noch tausend andere Kreaturen, die wir natürlich jetzt dann auch in den Tod schicken werden. Ich habe kurz in das Tutorial reingeschaut, beziehungsweise das Tutorial beendet. Und es gibt ein paar interessante Sachen. Von jeder Fraktion gibt es so einen bestimmten... Der große Paladin Thanos, Held der noch viel östlicheren Königreiche und ein widerwärtig guter Zeitgenosse. Gerade besuchte er zusammen mit seinen Kameraden die ermüdende Bibliothek in Twistram, um nach seiner Ziehtochter Talia zu sehen. Nun, Talia, berichte mir von deinen Studien. Kommst du voran mit den Schriften der alten Weisen? Ja, Thanos. Ich habe es langsam verinnerlicht und bin dem Guten einen Schritt näher gekommen. Das Verlangen, in mir Böses zu tun, ist besiegt. Wirklich? Ausgezeichnet. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Widme dich weiter deinen Studien. Ich werde nach Sturmluft reisen, um ein paar Dinge zu klären. Ich werde aber bald zurückkehren. In der Zwischenzeit wird mein treuer Freund Grimli die Lande beschützen. Sollte dich etwas bedrücken, kannst du dich an ihn wenden. Nicht wahr, Grimli? Ei, natürlich, Thanos. Ich werde auf die verdammte Elfe, ich meine dein Mädchen, ein Auge haben. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann auf bald, meine Freunde. Möge die Göttin über euch wachen und das Licht ewig leuchten. Gute Reise, Vater. Ich werde dich mit Stolz erfüllen. Gut ist, wer Gutes tut. Ach, diese unerträglichen Floskeln sorgen immer für einen widerwärtigen Geschmack in meinem Munde. Diese unnatürlich guten Helden ahnten derweil noch nichts von der Bösartigkeit, die sich im Süden gegen sie zusammenbraute. In einem Moment graste dort noch eine Schafherde. Und im nächsten Moment... mit einem sinnverwirrenden Knalleffekt, der die Hälfte unseres Special-Effects-Budgets verschlungen hat, trat der Schatten in die Welt. Sein Ziel, eine Dunkelelfe, gefangen zwischen Gut und Böse, war ganz nah. Als sich der Schatten des unsäglich bösen Bösen durch die Welt bewegte, starb diese um ihn herum. Pflanzen verdorrten, Tiere vergingen, amerikanische Serien wurden abgesetzt. Quasi wie ein Picknick mit meiner Familie. Und natürlich für alle, die Dungeons schon gespielt haben, der Erzähler ist natürlich genial. Und wir haben sehr, sehr viel Spaß dran, den Anekdoten des Erzählers den Anekdoten zu folgen, schätze ich, glaube ich, heißt es. So oder so. Wir haben auch immer Querhiebe, zum Beispiel Grimli ist natürlich an Gimli angelehnt. Und zum Beispiel im DLC vom Dungeons 2, nämlich, wie heißt es, Game of Ice? Oder keine Ahnung, wie genau das Addon hieß, ist natürlich an Game of Thrones angelehnt. Und da gibt es auch ganz, ganz viel Humor. Man muss bloß ein bisschen aufpassen. Was steht da eigentlich? Ihr könnt Helden, die nicht im Lichtschein stehen, mit dem Schatten übernehmen. Okay, gut. Das Gute ist, huch, da stehen ein paar Leute rum, komme ich da hin? Nein. Aber ich schätze mal, ich der weiß Schatten jetzt... Der Schatten des weit entfernten Bösen fand sich ganz in der Nähe von Twistram wieder. Er konnte die Präsenz seines Ziels förmlich spüren. Nehmt diese Laternen, Männer, und lasst das Licht der Göttin leuchten, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Außerdem liegt hier ein Haufen Pferdedung herum. Ich bin vorhin schon in einen getreten. Für die Dunkelheit. Oh, ich meine, für das Licht. Tut mir leid, ich bin noch in Ausbildung. Das ist jetzt etwas suboptimal. Natürlich war der Schatten des übermächtigen Bösen eine unsagbar kraftvolle Kreatur, aber mit Licht hatte er es nicht so. Es war sicher klug, dem Lichtschein der Laternen fern zu bleiben. Tja, ich schätze mal, in der ersten Mission werde ich nicht sonderlich oft zu Wort kommen.
Und ich hoffe sehr, dass ich nicht aus Versehen hier irgendwie in Lichtschein trete, weil den Erfolg, den würde ich schon gerne haben. Hallo Christian, hallo, liebe Grüße. Der Schatten erreichte den Eingang von Twistram. Dieser war glücklicherweise nicht verschlossen, dafür aber hell erleuchtet. Gott sei Dank patrouillierte davor ein unglückseliger Wachposten, den der Schatten mittels seiner immensen Kräfte übernehmen konnte, solange er sich nicht im Licht befand. Tja, ist das nicht toll? Wir sind da jetzt einfach durchgelaufen. Theoretisch könnte ich versuchen, hier unten rum. Was war denn das? Ich glaube, das dritte Bier vorhin war schlecht. Leider herrschte die Übernahme durch den Schatten nur für eine begrenzte Zeit, ehe sich die Wache befreien konnte. Immerhin reichte es aber, um das Tor zu passieren. Nicht weit entfernt befand sich das Ziel des Schattens, Talia, die Dunkelelfe. Schon bald würde sie abermals auf der Seite des Bösen kämpfen. Möge die Göttin mit euch sein, meine Freunde. Es ist bald soweit und das Waisenhaus in der ermüdenden Bibliothek wird eröffnet. Kommt zum großen Platz und nehmt an den Feierlichkeiten teil. Nun, ich weiß ja nicht. Ich hatte eigentlich schon den Abend in diesem Badehaus. Freunde, dieses Waisenhaus ist sehr wichtig für meinen Vater Thanos. Ihr wisst schon, dieser mächtige Paladin, den ihr keinesfalls beleidigen wollt. Schon gut, wir kommen ja. Ausgezeichnet! Möge das Licht der Göttin über euch erstrahlen und wir uns gemeinsam zu diesem berauschenden Spektakel am großen Platz einfinden. Folgt mir, meine Freunde. Für das böse Licht, meine ich. Haltet das Licht schön hell, denn die Nacht ist dunkel und voller Schnecken. Oder Schnacken? Naja, irgendwas in der Art. Speichern. Schön, dass wir speichern. Findet Talia. Ja, sie ist da oben. Bloß da kommen wir leider nicht hin. Zumindest nicht direkt. Ich hoffe so sehr, dass wir nicht aus Versehen ins Licht steigen. Tja, da laufen wir jetzt einfach mal gemütlich außen rum. Erinnert mich irgendwie stark an Zelda. Ich hoffe, dass sich nicht irgendeine Wache plötzlich umdreht. Zum Beispiel die Wache hier macht mir ein bisschen Angst. So, Dankeschön. Nein, nicht stehen bleiben. Weiterlaufen. Schön weiterlaufen. So ist brav. Ein braver Krieger bist du. So, hier drüben wäre ein Erzmagier, den könnten wir übernehmen und dann hier durchmarschieren oder da durchmarschieren. Es gibt da bestimmt noch ganz, ganz viel zum Entdecken. So, wir übernehmen mal den Erzmagier, ziehen da durch. So in mein Gesicht, Junge. Ich bin Grimli, König der Zwerge und die kalten und schwarzen Tunnel unter den Gärten. Ich bin mir tatsächlich unsicher, ob das so... ...dieses verdammte Spitzohr an der Backe. Ich meine, die Ziehtochter von meinem guten Freund Thanos. Verflucht soll er sein. Dunkelelf ist Dunkelelf, da kann man nichts ändern. Das Mädel wird immer ein verdorbenes Ding bleiben. Hätte ihr die Ohren abschlagen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Genug Geschwätz, Männer. Ihr bleibt hier und sichert die Gegend. Ich muss nach meiner Erfindung sehen. Bleibt wachsam. Ich spüre etwas Böses hier rumlungen. In der Ferne konnte man die unerträglich guten Glocken einer Kirche hören. Dies musste die Ankündigung der Einweihung des Waisenhauses in der ermüdenden Bibliothek sein. Helden mit Laternen begannen sich dorthin aufzumachen. Der Schatten des bei Rot über die Ampel gehenden Bösen fluchte, oder er würde es getan haben, wenn er einen Mund gehabt hätte, und versuchte den Laternen, so gut es ging, auszuweichen. Ach du Heilige. Thanos, dieses Waisenhaus in der ermüdenden Bibliothek zu eröffnen. Es freut mich, dass ihr aus freien Stücken so zahlreich erschienen seid und... Ja, und?
So, wir sind jetzt bei der Dunkelelfin. Endlich war es soweit und der Schatten des rechts überholenden Bösen befand sich in Reichweite von Talia, der Dunkelelfe. Nun würde er seine immensen Fähigkeiten dazu nutzen, kurzzeitig Besitz von ihr zu ergreifen. Okay, machen wir natürlich. Versucht, Talia. Ich freue mich, dass wir uns hier versammelt haben. Ja, ist gut. Um im Namen alles Bösen. Mein Vater wäre sehr stolz, wenn er heute bei uns sein könnte. Es ist in seinem Sinne, dass wir den Jungen und Schutzbedürftigen hier ein Zuhause geben. Deshalb freue ich mich, dieses Waisenhaus, in Schutt und Asche zu legen und euch alle gleich mit dazu. Was hat sie gesagt? Sterbt! Tja, haben wir das nicht toll gemacht? Zur Schlachtbank! Ich spüre die Kraft in mir. Sie ist über 9000! Ungeahnte Kräfte wurden in Talia freigesetzt. Die schwarze Magie der Dunkelelfen. Sofort machte sie sich daran, diese Mächte des Chaos auf die Welt loszulassen. Beseitigt die Bevölkerung? Ja, das machen wir gleich. Das Einzige, das hier mit der Feuerbombe, das ist vielleicht ein bisschen schwerer als erwartet. Ich reiße euch in Stücke! Die Dunkelelfe wütete unter den Wachen Twistrams. Dabei baute sie eine gewaltige Energie auf, die sie mit einem Kamehameha als kanalisierten Strahl in die Welt entließ. Währenddessen wartete man in der ermüdenden Bibliothek bei Kaffee und Kuchen darauf, dass Talia erscheinen würde, um das Waisenhaus zu eröffnen. Der Energiestrahl traf und ließ den Kuchen zu Asche zerfallen. Ach ja, und auch den Rest des Gebäudes und alle, die sich darin befanden. Das selbstverliebte Böse klopfte sich ob dieser Tat selbst auf die Schulter. Oder hätte es gerne getan, aber die Metallrüstung ließ dies nur unter grässlichem Klonken zu. Aber dafür hatte man ja Schnodderlinge. Offensichtlich hatte der Schatten ein ideales Gefäß mit dieser Dunkelelfe gefunden. Talia hatte sich mit der Auslöschung der ermüdenden Bibliothek und der Vernichtung von Halbtwistram schon zur bösesten Mitarbeiterin des Monats gemausert. Mit der Zerstörung eines Waisenhauses und dem Werfen von magischen Geschossen auf unschuldige Bürger war sie sofort zur Lieblingsgehilfin des seine Gehilfen verheizenden Bösen aufgestiegen. Nach ihren Taten zog sich Talia in die Gewölbe unter den Ruinen der ermüdenden Bibliothek zurück. Zwischen der dortigen Schlachterei und den Gemächern des verrückten Erzbischofs Lazarus machte sie sich bereit, im Namen des ultimativ Bösen etwas Mächtiges zu erschaffen. Ein Dungeon-Herz, Grundstein der Macht eines jeden Dungeons. Weit entfernt war Thanos, der Paladin des Lichts und Talias Mentor, auf dem Weg in die Hauptstadt des Reiches, Sturmluft. Naiv und gutgläubig wie er war, pfiff er gut gelaunt vor sich hin und ahnte nichts von den Taten seiner Ziehtochter. Zwar war ihm bewusst, dass eine Dunkelelfe immer einen bösen Kern in sich trug, aber er hatte gehofft, diesen durch religiöse Indoktrination mit verrückten alten Schriften besiegen zu können. Tja, falsch gedacht. Haben wir jetzt alle? Twistram in Trümmern. Psst. Der Schatten des absoluten Bösen hatte das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel, einer Dunkelelfe namens Talia. Was? Ach so. Du hast das hier vorgelesen, du sollst aber das hier vorlesen. Hallo, vorlesen. Dann halt nicht. Haben wir jetzt die Erfolge eigentlich geschafft oder nicht? Ich schätze mal schon, weil hier das Gold ist, Fragezeichen. So oder so, wir hätten theoretisch die Möglichkeit auf höllisch zu spielen, aber wir spielen nicht auf höllisch, sondern wir versuchen die Mission einfach so zu schaffen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr Dungeons gespielt. So oder so, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und ich bin mal gespannt,
was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare. Habt ihr denn Dungeons gespielt? Freut ihr euch auf Dungeons 3? Habt ihr es vielleicht schon durchgespielt? Das Spiel ist ja schon seit 3 Tagen draußen. So oder so. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer gilt, Grüßli, euer unheimlich böser Mr. Krutzi. Bis dahin, tschüss.